Was haben dieser alte Fotoapparat und das weiße Quadrat vor weißem Hintergrund miteinander zu tun? Nun ja, das eine hat zum anderen geführt. Ja, ja. Die Erfindung der Fotografie hat die Künstler dazu bewogen, Dinge zu malen, die nichts darstellen. Seltsam, nicht wahr? Meinem Mann, dem Maler Francis Picabiat, hat die Konkurrenz durch die Fotografie sehr zu schaffen gemacht. Kein Wunder. Als ich ihn kennenlernte, hat er Landschaften am Ufer der Seine gemalt. Immer wieder Landschaften am Ufer der Seine oder nebelverhangene Wälder. Das war sehr schön. Doch 10 Jahre später hat er das gemalt. Und es war revolutionär. Ich habe ihn dazu inspiriert, eine musikalische, sagen wir abstrakte Malweise anzunehmen. Jetzt, da ich tot bin, kann ich es ja offen aussprechen. Ich, die ich ein Leben lang im Schatten bleiben wollte, wage nun zu behaupten, dass ich an der Revolution der modernen Kunst beteiligt war. Vielleicht sollte ich mich mal vorstellen. Ich heiße Gabrielle Buffet und bin am 21. November 1881 in Versailles geboren. Von Geburt an habe ich nichts wie alle anderen gemacht. Ich war kein Kind wie alle anderen. Meiner Mutter, die einen Berufssoldaten geheiratet hatte, konnte ich es nie recht machen. Ich war zu energisch, zu ungehorsam. Dann bekam ich ein Klavier und konnte in die Musik fliehen. Ich war wirklich das schwarze Schaf meiner Familie. Eine Art Außerirdische. Was haben sie gespottet, als ich ihnen erklärte, dass ich Komponistin werden wolle? Komponistin? So ein Unsinn. Warum nicht gleich Dirigentin oder Ärztin? Mit 18 Jahren ging ich nach Paris, um mich an den Musikhochschulen zu bewerben. Damals wurden Mädchen lediglich im Gesangs-, Klavier- oder Orgelunterricht geduldet. Aber ich wollte doch komponieren. Ich will nicht nur ausführen, ich will selbst etwas erschaffen. Ich ergatterte ein Bewerbungsgespräch in einer ganz neuen Schule, der Schola Cantorum. Der Direktor Vincent Dindy brauchte dringend Schüler und hielt mich wohl für begabt. So landete ich auf diesem Foto. Die einzige Frau unter den Schülern der Kompositionsklasse. Ich hatte Glück, dass die Schola eine ganz neuartige, sehr moderne Schule war. Sie wollte sich vom alten Regelwerk der allgemeinen Musiklehre lösen und Brücken zwischen den verschiedenen Künsten schlagen. ...1906 beendet Gabrielle ihr Studium an der Schola Cantorum. Ihre Familie hält es für an der Zeit, dass sie heiratet. Damals werden Frauen als ewige Minderjährige betrachtet und stehen unter der Vormundschaft ihres Vaters oder Ehemanns. Gabrielles Eltern wollen auf keinen Fall, dass sie zu einer sogenannten Katrinette wird. Am Namenstag der heiligen Katharina, dem 25. November, müssen alle unverheirateten Arbeiterinnen ab 25 Jahren große Hüte tragen. Es werden Straßenfeste organisiert, damit sie einen Ehemann finden. Der Anblick dieser Frauen, die wie auf dem Präsentierteller angeboten und wie Schaufensterpuppen ausgestellt werden, entsetzt die junge Musikerin. In den Augen meiner Familie war ich eine Revolutionärin. Für sie bestand die einzige Pflicht einer jungen Frau darin, zu heiraten. Also ging ich.
Ich beschloss, mein Musikstudium in Deutschland fortzusetzen. Im Grunde genommen war es eine Flucht. In Berlin war es wunderbar. Ich konnte abends alleine ausgehen, schreiben, musizieren, komponieren, nur für meine Musik leben. Im Unterricht des Dirigenten Ferruccio Busoni begegnete ich einem jungen Franzosen von klassischer Schönheit. Edgar Varèse. Er komponierte ebenfalls. Er war 23 Jahre alt, ich 25. Zwischen uns entstand eine starke Anziehungskraft, ein kreatives Magnetfeld. Varèse und ich träumten davon, die Musik zu revolutionieren. Wir zerbrachen uns den Kopf darüber, wie wir uns vom Joch der Tonleiter befreien könnten. Müssten wir nicht neue Instrumente mit einem nie dagewesenen Klang erfinden? Eines Tages verkündete mein Freund Varèse vor der gesamten Klasse, dass er am nächsten Tag mit einer völlig neuartigen Komposition aufkreuzen würde. Doch Varèse hatte gelogen. Er hatte überhaupt keine Komposition auf Lager. Also bat er mich um Hilfe. Die ganze Nacht arbeiteten wir an der Partitur eines musikalischen Gedichts, von dem er bereits einige Noten notiert hatte. Ein erstaunliches Thema. Er suchte und ich ermutigte ihn. Ein völlig neuartiger Klang. Er fand etwas. Eine musikalische Idee. Und verzagte wieder. Eine melodische Phrase muss regelmäßig verwandelt werden. Ich gab ihm Ratschläge, bestätigte ihn. Sie unterliegen einem tonalen Syllogismus. Und er schöpfte neuen Mut. Freie harmonische Phrasen mit der Rhythmusform als einziger Beschränkung. In dieser durchgearbeiteten Nacht erkennt Gabrielle, dass sie ein mäotisches Talent besitzt. Sie ist also in der Lage, Künstler in ihrem tiefsten Schaffensprozess zu unterstützen, wie eine Art Fährfrau, Geburtshelferin oder Wegbegleiterin. Es bereitet ihr Freude, Kreativität hervorzulocken. Hin und wieder besuchte ich meine Familie in Versailles, die sich allmählich an mein neues Leben gewöhnte. Eines Sonntags brachte mein großer Bruder Jean einen neuen Freund zum Mittagessen mit, den jungen, angesagten Maler Francis Picabia. Als er Gabrielle begegnete, war Picabia bereits ein erfolgreicher, anerkannter Maler, der seine Bilder an den Staat und zahlreiche Sammler verkaufte. Er liebte Autos und hatte die entsprechenden Mittel, also fuhr er von einem Motiv zum anderen. Manchmal nahm er seine Kameraden mit, darunter auch Jean Chaillet. Beim Essen habe ich Picabia vorgegaukelt, dass ich weder ihn noch seine Bilder kenne und dass mich Maler sowieso nicht interessierten. Maler sind so langweilig. Das hätte unsere Bekanntschaft im Keim ersticken müssen. Malerei langweilt mich entsetzlich. Doch abends schlug er mir vor, mich in seinem Automobil nach Paris mitzunehmen. Natürlich gab es unterwegs eine Panne. Wir mussten also zu einer Werkstatt. Dort setzte sich Francis neben mich auf einen Reifenstapel und fragte mich, warum ich keine Maler möge. Warum mögen Sie keine Maler? Weil ihr nur nachbildet, was ihr seht, antwortete ich ihm. Man muss aus der Norm ausbrechen. Ihr kopiert. Wie kann man denn nicht kopieren? Mehr oder minder die anderen, die Natur. Dabei sollte man sich von der Wirklichkeit emanzipieren. Nicht diese kopieren. Ich merkte, dass er sehr interessiert war. Bleiben Sie noch ein wenig. Also unterbreitete ich ihm folgende Idee. Ich höre Ihnen gerne zu. Da wir jungen Musiker nach einer neuen musikalischen Materie suchen, solltet ihr Maler eine neue pikturale Materie erschaffen. La rencontre de Gabrielle et de Francis, die Begegnung zwischen Gabrielle und Francis stellte in gewisser Weise einen Stilbruch dar, weil Picabia bereits ein dilettantischer Dandy war, der recht konventionelle Bilder malte. Zu dem Zeitpunkt gehörte er einer Art Postimpressionismus an. Er war also vor allem ein Lebemann.
Gabriel hingegen war eine fleißige, musikalische Intellektuelle, die viel introvertierter war. Das in der Werkstatt begonnene Gespräch setzte sich die ganze Nacht, am nächsten und in den darauffolgenden Tagen fort. Picabia war fasziniert von meinen musikalischen Theorien, die ich ihm auf den Straßen Frankreichs aus vollem Halse zurief. Er schickte meinem Bruder völlig absurde Postkarten. Mein lieber Freund, Gabi geht es gut. Das Wetter ist auch gut heute Morgen. Vielleicht bist du tot. Ich hoffe nicht. Den Freund, dessen Hoffnungen man nicht befriedigen kann, wünscht man sich lieber zum Feinde. Friedrich Nietzsche. Mein Bruder begriff sofort, in welche Lage ich mich mit diesem Dandy und Frauenhelden gebracht hatte. Als ich Francis erklärte, dass ich nach Deutschland zurückkehren würde, hielt er um meine Hand an. Ich war zunächst abgeneigt. Da sagte er in einem heiteren Ton: Wenn die Ehe zu langweilig wird, lassen wir uns eben scheiden und fertig. Wir heirateten im Januar 1909. Dann traten wir unsere wunderbare Hochzeitsreise nach Sevilla an, auf den Spuren von Francis' spanischen Wurzeln. Inmitten all dieser Schönheit hatten wir nur eines im Sinn: Harmonie, Komposition, Gefühl. Eine Brücke schlagen zwischen Malerei und Musik. Kontrast, Variation. Zwei Künste, die dieselbe Sprache teilen. Alles muss neu erfunden werden. Die Malerei könne nie wieder das sein, was sie mal war. Francis malt Gabriel während ihrer Hochzeitsreise. Diese von der Nabi-Bewegung inspirierten Gemälde sind untypisch. Der Maler hebt nicht die Schönheit seiner Frau hervor, wie es die Tradition verlangt, sondern stellt sie nachdenklich dar. Es ist eins der letzten figurativen Werke des Künstlers vor dem großen Sprung ins Leere. Nach unserer Rückkehr ermutigte ich meinen Mann dazu, die Ideen in seinem Kopf auf die Leinwand zu übertragen. Die Erkenntnis, dass sich die Malerei in einer Krise befand, wühlte ganz Europa auf. Der Erfolg der Fotografie zwang die Maler dazu, neue Visionen zu entwickeln. Also sagte ich zu Francis: Pfeif auf das Geld, schick alle zum Teufel und tu, was dich interessiert. Da fing er an, auf eine neue Weise zu malen, die zum endgültigen Bruch mit seinen Auftraggebern führte. Bizarre Formen wie in Kautschuk, das zu Recht oder auch nicht als sein erstes abstraktes Werk gilt. Als er begann, sich von der gegenständlichen Darstellung zu lösen, kam das musikalische Modell als Rechtfertigung für diese Entwicklung ins Spiel. Gabriel interessierte sich für die Musiktheorie, die sich in ihren Augen auf die gleiche Weise weiterentwickelte wie die Malerei. Also weg von den beschreibenden hin zu evokativeren Formen, bei denen es um den Ausdruck der Gefühle, des Gemütszustands ging. Gabriel hat Francis Picabia dabei geholfen, diese Argumentation herauszuarbeiten. Januar 1910. Die Seine tritt über die Ufer, genau wie ich. Ich bringe unser erstes Kind zur Welt. Doch Fläschchen geben interessiert mich nicht. Schon nach kurzer Zeit bin ich wieder zur Stelle, fest entschlossen, den neuen Stil meines Mannes zu verteidigen. Als ich Francis' Gemälde zu einer Galerie bringe, stoße ich auf einen schüchternen und charismatischen jungen Mann.
Marcel Duchamp. Er ist 24 Jahre alt, ich 29. Er fasziniert mich. Ich erzähle Francis von diesem jungen Mann mit der fast schon romantischen Schüchternheit, der Schach spielt und einen außergewöhnlichen dialektischen Geist besitzt. Damals steht er mit dem Leben auf Kriegsfuß, da er die richtige Ausdrucksweise noch nicht gefunden hat. Doch in unserer Gesellschaft kommt er zur Ruhe. Francis und Marcel haben eine gemeinsame Leidenschaft: Maschinen. Sie unterhalten sich über Mechanismen, Fortbewegung, Motoren, Propeller. Picabiat organisiert ihnen eine Lufttaufe. Doch als es darum geht, ins Flugzeug zu steigen, kneifen die beiden Herren. Ich habe als Einzige den Mut, ins Cockpit zu klettern. Vor den verdutzten Augen meiner beiden Bewunderer. Unser Trio verstört, ich liebe Francis, und stößt auf die Ablehnung derer, die weder unsere Kunst noch unsere Freundschaft verstehen. Ich liebe Francis, ich liebe Marcel. Francis und Marcel sind in mich verliebt. Marcel hat zwei ältere Brüder, Jacques und Raymond, die zwei mit den Katzen auf dem Foto. Beide sind Mitglieder einer Künstlervereinigung, die im Salon des Indépendants Ausstellungen organisiert. Im Fokus stehen Glaes und Metzinger, die eine Abhandlung über den Kubismus verfasst haben, von dem Marcel nicht viel hält. Er legt ihnen sein jüngstes Werk vor. Akt, eine Treppe herabsteigend, Nummer 2. À l'exposition des Indépendants de 1912, en février, j'ai envoyé ce nu pour l'exposer. J'étais donc dans la salle des cubistes et avant l'ouverture des Indépendants, mes deux frères sont arrivés chez moi et m'ont dit « Écoute, nous avons vu un tel et un tel. » Et on a décidé que vraiment ce tableau n'était pas cubiste au sens théorique du mot, comme nous l'avons exprimé dans un livre bien connu du cubisme. Alors, au lieu de discuter des choses comme ça, j'ai simplement été aux Indépendants la veille de l'ouverture. J'ai pris mon tableau et je suis rentré chez moi. Marcel ist zutiefst verletzt. Im Juni 1912 reist er nach München. Will er sich dort mit der deutschen Malerei beschäftigen oder nur der verheirateten Gabrielle aus dem Weg gehen? Aus Deutschland lässt er mir die Nachricht zukommen, dass er mich sehen will. Allein, ohne Francis. Was soll ich tun? Ich verabrede mich mit ihm am Bahnhof von Andelot im Jura, wo ich auf dem Rückweg nach Paris umsteigen muss. Wir würden nur eine Stunde Zeit haben. Ich weiß, dass es ein unmögliches Rendezvous ist. Dann erblicke ich meinen Marcel auf dem Bahnsteig. Ganz aufgeregt, nach 3 Tagen auf Reisen und was weiß ich wie vielen Briefen. Ich traue meinen Augen nicht. Ich sage ihm, wie verrückt ich das finde. Idiotisch. Dennoch steige ich nicht in meinen Zug. Stattdessen unterhalten wir uns die ganze Nacht lang auf einer Bank. Mein Leben besteht aus lauter Verrücktheiten, die ich nie bereut habe. Gabrielle hat Marcel Duchamps Gefühle für sie gespürt. Das hat sie geäußert, wenn auch nie schriftlich. Es sei aber nichts weiter geschehen, bis auf Marcels große Verliebtheit. Von da an scheint Marcel vom Sujet der verheirateten Frau besessen zu sein. In mehreren Werken verarbeitet er es. Er schenkt Picabiat eins seiner Schlüsselbilder. Es ist eine erstaunliche Geste, weil die Braut eins der Gründungsbilder von Marcel Duchamps neuem Ansatz ist, den er in diesen Jahren entwickelt. Die Themen Körper, Mechanik, Sexualität und Maschine vermischen sich bei den beiden Künstlern zu diesem Zeitpunkt. Durch dieses Geschenk an Picabiat wird das gewissermaßen besiegelt. Gabrielle ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Periode.
Es ist schwer vorstellbar, dass es sich bei der Braut nicht um Gabrielle handelt, also diejenige, mit der man am Ende nicht schläft. Zum fröhlichen Dreiergespann gesellt sich ein vierter Kamerad, Guillaume Apollinaire, Dichter, Kunstkritiker und ein Freund der beiden Maler. In anrüchigen Bars stellt das Quartett Theorien zur Komplexität der künstlerischen Revolution auf, die sich gerade vollzieht. Dabei reißen sie die Barrieren zwischen ihren jeweiligen Disziplinen ein: Musik, Malerei, Poesie. Während einer Reise in Gabrielles Heimat gerät ihre Beziehung in einen seltsamen künstlerischen Strudel. Dieses Lotterleben erschöpft mich. Im Herbst 1912 fahre ich zu meiner Mutter nach Etival im Jura. Zu meinen geliebten Kühen und dem ursprünglichen Leben. Hier spielen sich meine glücklichsten Erinnerungen ab. Etival steht auf ewig für meine freie Jugend, meine geliebte Heimat. Ich war schon immer durch und durch eine Bergbewohnerin. Doch ich habe kaum Zeit, mal durchzuatmen, als mitten in einer verregneten Nacht plötzlich Francis in seinem Wagen aufkreuzt. Zusammen mit Marcel und Apollinaire. Während dieses Aufenthalts kommt es zwischen uns Vieren zu einem intensiven Wetteifer. 10 Tage und Nächte lang lassen wir uns von der gedanklichen Kreativität mehrerer Gehirne inspirieren. Unter meinem Einfluss erfindet Apollinaire den Begriff Orphismus als Bezeichnung für eine musikalische Malerei. Marcel Duchamp verfasst die Notizen La Route Jura Paris und komponiert nach seiner Rückkehr 2 Partituren für neue Instrumente. Diese Tage prägen uns für den Rest unseres Lebens. Eines Abends erkundigt sich der wissbegierige Apollinaire bei meiner Mutter nach den Dorfnamen in der Umgebung. Hier wird die Grenzregion die Zone genannt, antwortet sie ihm. Nach dem Abendessen bittet meine Mutter ihn, ihr eins seiner unveröffentlichten Gedichte vorzutragen. Am Ende bist du dieser veralteten Welt überdrüssig. O Hirte Eiffelturm, die Herde der Brücken blökt heute Morgen. Du bist es leid, in der griechisch-römischen Antike zu leben. Hier wirken selbst die Automobile veraltet. Meine Mutter fragt ihn, wie heißt dieses Gedicht? Da es noch nicht fertig ist, hat es noch keinen Namen. Plötzlich dreht er sich zu ihr und flüstert ihr zu. Ich werde es Zone nennen, wie diese Region. Zone. Das tat er auch. Im Januar 1913 reisen wir nach New York, um an der größten Ausstellung moderner Kunst teilzunehmen, die je organisiert wurde. Sie findet in einer Militärkaserne statt, weil kein Museum solchen Schund beherbergen wollte. Es ist die sogenannte Armory Show, die Amerika in helle Aufregung versetzt. 1200 Werke werden gezeigt, darunter atemberaubende Gemälde aus ganz Europa, auf die die Amerikaner ganz gespannt sind. Die Presse redet von nichts anderem. Es riecht nach Skandal. Auf der Vernissage werde ich mit einer besonderen Aufgabe betraut. Ich soll einige wichtige Sammler durch die Ausstellung führen. Sie fragen mich, wer ist der interessanteste Künstler Frankreichs außer ihrem Mann? Ich antworte, meiner Meinung nach ist es Marcel Duchamp. Einige Wochen später wird der Akt, eine Treppe herabsteigend Nummer 2,
den seine eigenen Brüder abgelehnt haben, zum berühmtesten Gemälde in den Vereinigten Staaten. Zum berühmtesten, aber auch zum unheimlichsten. Gabrielle Buffet spielte eine wichtige Rolle, weil sie als einzige Fremdsprachen beherrschte, Deutsch und Englisch. Sie war in der Lage, das aktuelle Kunstgeschehen zu erklären. Zudem war sie eine faszinierende Persönlichkeit, die die Medien regelrecht anzog und deren Worte Gehör fanden. Am 9. April 1913 gebe ich eine Konferenz im anarchistischen Civitas Club. Mein Standpunkt als Theoretikerin interessiert die Leute. Die Zeitungen stören sich nicht daran, dass ich eine Frau bin und geben Artikel in Auftrag, in denen ich die Prinzipien der modernen Kunst erläutern soll. Ich stelle fest, dass die Amerikanerinnen in Bezug auf den Feminismus sehr viel weiter sind als die Französinnen. Auf der Rückfahrt sendet Francis einen sogenannten Ozeanbrief an Guillaume Apollinaire, eine damals übliche Kombination aus Telegramm und Brief. Der ist entzückt von dieser Bezeichnung und schreibt ein Gedicht dazu. Dieses Bild hat Francis Picabia 1913 nach seiner Rückkehr aus den USA gemalt. Es ist die Vollendung eines völlig abstrakt gewordenen Malstils in diesem für Picabia entscheidenden Jahr. Es besteht aus reinen Farben und enthält zugleich einen Bezug zur Musik, der durch eine musikalische Theorie in der Malerei untermauert wird. Ich glaube, hier hatte Gabrielle Buffet ihre Finger im Spiel. Gabrielle Buffet n'est pas loin non plus. Wieder daheim in Paris beschließe ich, eine Galerie zu eröffnen, um dort meine Vorstellung von Kunst zu verteidigen. Sie soll Galerie de l'Ours heißen, Bärengalerie. Ich setze Himmel und Hölle in Bewegung, kaufe 18 Gemälde von Picasso und einige von Braque. Vielleicht wäre eine große Galeristin aus mir geworden. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Im August 1914 setzt die Kriegserklärung meinem Projekt ein Ende. Mein Freund Apollinaire meldet sich zum Dienst. Er verschwindet in einem Zug voller Soldaten. Mein Mann hingegen hält diesen Konflikt für absurd. Er flieht nach New York. Ich bringe meine Kinder Marie, Pancho und Janine in einem Schweizer Pensionat unter und folge Francis auf die andere Seite des Atlantiks. Dort treffe ich Francis und Marcel im Kreise von Frauen an, die ich nicht kenne. Marcel, der wegen seines schwachen Herzens ausgemustert wurde, frönt allen Exzessen, die das brodelnde New Yorker Nachtleben zu bieten hat. Er stellt uns eine bunte Truppe vor, die die Nacht zum Tag macht, vor der Kulisse einer wilden Mischung aus Sexualität, Jazz und Alkohol. Diese Ausschweifungen finden häufig im Apartment der Arensbergs statt, eines amerikanischen Mäzenenpaars. Ellen Norton beschreibt ihre Partys in einem Gedicht. Dort habe ich erstmals die nackte Zeit gesehen. Dort habe ich Madame Picabia getroffen. Dort hätte Christus sich niedergelassen. Und Moses hätte dort geboren werden können.
Picabia erstellt eine Serie von mechanischen Zeichnungen. Er ist fasziniert von der Maschine, die er als ohne Mutter geborene Tochter bezeichnet. Unter dem hemmungslosen Konsum von Drogen, Medikamenten und Alkohol wird Picabia allmählich depressiv. Doch er weiß, dass er sich auf Gabrielle verlassen kann. In diesem Werk stellt Francis seine Frau als eine offene Windschutzscheibe dar. Wie eine Art Beschützerin und Fenster zur Welt in einer Person. Lachend korrigiert sie die Sitten, lautet der Titel dieses Gemäldes. Während sich seine Kameraden betäuben, stellt sich mein teurer Guillaume auf einem anderen Kontinent dem Kriegsalltag. Der gefreite Contreau Whisky, wie er genannt wird, weil sein richtiger Name unaussprechlich ist, schickt mir bewegende Briefe von der Front, in denen er mich dazu ermutigt, weiter zu schreiben. Frauen müssen heute egoistisch sein, denn sie halten die Zukunft der Menschheit in ihren Händen. Im Frühling 1916 besuche ich meine Kinder in der Schweiz. Auf der Rückfahrt bemerke ich eine junge Frau unter den Passagieren. Sie gefällt mir. Wir unterhalten uns über Philosophie und erotische Gedichte. Die unbekannte 26-Jährige heißt Elsa Schiaparelli. In New York nehme ich sie unter meine Fittiche und wir werden Freundinnen. Ich stelle ihr die gesamte lustige Truppe vor. Die Künstler, mit denen sie später als Modeschöpferin zusammenarbeiten wird. Doch vorerst führen wir gemeinsam Verhandlungen mit den großen Kaufhäusern, um den Amerikanerinnen französische Lingerie anbieten zu können. Sie sind ganz verrückt danach, was uns eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit verschafft. Währenddessen kämpft Francis mit seinen Depressionen. Er vermisst Spanien. Also organisiere ich im Juni 1916 eine Reise nach Barcelona. Dort treffen wir Freunde wieder, darunter Marie-Laurent Saint, mit der Francis ein kurzes Abenteuer erlebt. Als er sie als Ventilator malt, schließe ich daraus, dass mein Mann frischen Wind braucht. In Barcelona gründet Francis die Zeitschrift 391, nach dem Vorbild des New Yorker Magazins 291. Die ganze Familie beteiligt sich. Ich, Marie-Laurent Saint, Guillaume Apollinaire, Marcel Duchamp, aber auch, halten Sie sich fest, Edgar Varèse. Ja, genau, Edgar, dem ich in New York wieder begegnet bin und der einen Narren an meinem Mann gefressen hat. Es wird ein frecher, provokativer Ton angeschlagen. 391 sollte satirisch sein, doch der schwarze Humor darin wird immer düsterer und aggressiver. Gabrielle schreibt einen befremdlichen und rabiaten Text mit dem Titel »Kleines Manifest«. Doch habt keine Angst. Was euch gerade Angst macht, ist der Schatten eures Bauchnabels. Er kann nur einen Tropfen Wasser fassen. Dieser furchtbare Krach ist nur das Pochen eures Herzens. Denn alleine kriegt ihr nichts hin. Nicht einmal Liebe machen. Mein Mann wird wieder depressiv und die Ärzte verbieten ihm das Malen. Also fängt er an, seltsame, absurde, düstere und tiefgründige Gedichte zu schreiben. Es ist der Gedichtband La fille née sans mère, ohne Mutter geborene Tochter. Der junge rumänische Dichter Tristan Tzara bekommt ihn in die Hände. Es beginnt ein reger Briefaustausch zwischen Francis und Tristan. Er tritt im Kleinkunsttheater Cabaret Voltaire in Zürich auf.
Diese Gruppe veranstaltet seltsame, abgedrehte und unkonventionelle Aufführungen und gibt unter der Regie von Tristan Zara die Zeitschrift Dada heraus. Dada beschreibt einen verstörten Geisteszustand als Reaktion auf einen entsetzlichen Krieg sowie das gute künstlerische Denken. Das Wort Dada hatte keine Bedeutung und das war wunderbar. Allerdings nicht für alle. Im Januar 1919 geht es in die Schweiz zu einem Treffen mit Tristan Zara. Was ist nun der Dada-Geist? Als er in unser Hotelzimmer kommt? Diese Frage wurde mir oft gestellt. Sind wir gerade dabei, unseren Wecker zu zerlegen? Dada entstand mitten im Krieg. Wir tauchen jedes Teil des Mechanismus in Tinte. Man konnte weder schreiben noch atmen oder sich frei bewegen. Und legen dann das schwarze Objekt auf ein Blatt Papier. Es war ein Aufstand der Jungen. Er findet uns ziemlich Dada. Hier ist er, unser Wecker. Bald darauf gingen 391 und Dada ineinander auf. Wie zwei Flüsse, die endlich ins Meer münden. Spanien, die Schweiz, die Vereinigten Staaten. Alles fügt sich ineinander und agiert miteinander. Das Aufeinandertreffen von 391 und Dada empfindet Picabiat als eine molekulare Konstruktion. Ein Titelbild der Zeitschrift 391 zeigt ein in mehrere Kästchen untergliedertes Bild. Darin stehen die Namen von Varese, Guillaume Apollinaire, Tristan Zara, Faramus, Picabias Pseudonym, Marcel Duchamp und Gabrielle Buffet. Sie thront wie die Königin beim Schachspiel in der Mitte. Gabrielle Buffet ist eine Vertreterin des Dadaismus. Ihre ikonoklastische Haltung sowie ihre manchmal unehrerbietige, unangepasste Art sind ein typisches Merkmal des Dadaismus. Von New York über Zürich nach Paris äußert sich der Dada-Geist in haarsträubenden Demonstrationen, die für Skandal und Bestürzung sorgen. Bonjour. Merci pour le fusil. Lavez vos seins comme vos gants. On doit couper son nez comme ses cheveux. Le cœur à barbe. Lit et Der Dadaismus war, wie gesagt, eine Reaktion auf den Krieg, der tiefe Narben in uns hinterlässt. Francis und ich trauern um zahlreiche uns nahestehende. Darunter auch um unseren geliebten Freund Guillaume Apollinaire, den die spanische Grippe dahinrafft. Picasso und ich waren Trauzeugen, als er wenige Monate vor seinem Tod Jacqueline Kolb heiratete. Ich werde die Erinnerung an ihn stets in meinem Herzen tragen. Marcel, der in New York geblieben ist, bemerkt als erster, dass unsere Beziehung bröckelt. Er versucht, uns wieder zusammenzubringen. Ich würde gerne wieder mit euch beiden Schach spielen. Kommt wieder zurück. Wenn es uns langweilig wird, finden wir sicher eine Insel. Doch irgendwas von unserer Jugend ist verschwunden. Francis und ich trennen uns als gute Freunde. Die Konventionen, das bürgerliche Eheleben. Das ist nichts für uns Picabias. Und schließlich hat er mir ein Versprechen gegeben. Francis zieht mit einer anderen Frau zusammen, Germaine, die alles in allem ganz charmant ist.
Nach seiner Rückkehr aus Buenos Aires verbringt Marcel einige Monate bei mir und den Kindern. Einmal wollte ich Seifenblasen machen. Mama sagte, ich solle Marseille Seife kaufen, aber ich habe Marcels Seife verstanden, denn der war gerade bei uns. Dennoch unterstütze ich weiterhin Picabia, der mich 1920 bittet, das Vorwort zu Jésus-Christ Rastaquer zu schreiben. Ich verfolge nach wie vor seine Karriere. Du kriegst sicher einen Auftrag für die Ballets Suédois, zusammen mit Eric Satie und Blaise Cendrars. Die Trennung der Körper betrifft nicht den Geist, betont Francis Picabia in diesem emblematischen Gemälde. Das Krokodilauge ist ein Gemäldemanifest, an dem unzählige Hände mitgewirkt haben. Dieses Bild hebt die Frage nach der Signatur auf und treibt sie zugleich auf die Spitze, denn es besteht ausschließlich aus Signaturen. Es ist in gewisser Weise das Antigemälde, weil es in dieser Hinsicht sehr modern ist. Es bringt nämlich Energien ein, die nicht vom Künstler ausgehen. Dieses anarchistische Werk sprengt alle Normen der künstlerischen Zugehörigkeit. Marcel kehrt in die USA zurück und ich lerne jemanden kennen, der ebenfalls ein Revolutionär auf seinem Gebiet ist. Den Komponisten Igor Strawinsky. Strawinsky war sehr russisch und besaß eine außergewöhnliche Vorstellungskraft und poetische Gabe. Er war ein Genie. Was der Unterschied zwischen Talent und Genie ist? Das Genie zwingt sich einem auf, auch wenn man es überhaupt nicht versteht. Es ist außerhalb des Menschen angesiedelt. Ich traf Igor zum ersten Mal bei der berühmten Uraufführung des Balletts Sacre du Printemps im Théâtre des Champs-Élysées, die eine enorme Empörung beim Publikum auslöste. Die Leute haben buchstäblich geschrien, die einen dafür, die anderen dagegen. Einer der größten Skandale in der Musikgeschichte. Und die Ursache? Die rhythmische Asymmetrie in der Musik. Da haben wir es. Als ich Igor wieder begegne, ist er völlig niedergeschlagen. Er ist nicht in der Lage, eines seiner großen Werke wieder aufzuführen. Die Geschichte vom Soldaten. Er hat sich nämlich mit dem Librettisten Charles-Ferdinand Ramu gestritten. Und was habe ich gemacht? Ich sagte zu ihm, hören Sie, Igor, ich fahre in die Schweiz und hole mir das Einverständnis dieses Ramu. Dann beschaffe ich Ihnen ein Theater und organisiere die Mittel. So wurde dank meiner Hartnäckigkeit am 24., 26. und 27. April die Geschichte eines Soldaten im Théâtre des Champs-Élysées aufgeführt. Ich habe viel Musik mit Igor gemacht. André Breton sagt, Liebe ist, wenn man jemandem begegnet, der uns neue Seiten an uns selbst aufzeigt. Ende 1924 zieht Igor mit seiner Familie nach Nizza. Ich bin nicht sentimental. Was zählt, ist eine lebendige Kunst und ein kunstvolles Leben. Es folgen neue Erfahrungen. Hans Arp und Sophie Teuber, die ich während der Dada-Zeit in Zürich kennengelernt habe, werden meine Freunde und Wahlfamilie. Beide sind Maler, Bildhauer und Dichter. Sophie ist eine vollendete Künstlerin, die auch Tanz praktiziert, den sie als avantgardistische Kunst auffasst. Zu Zeiten des Dadaismus empfindet das Publikum ihre Tänze als derart bizarr, dass sie ihr Gesicht verbergen muss. Ich habe viel über ihre Werke geschrieben. Gabrielle hatte ein feinsinniges Urteilsvermögen und einen scharfen Blick auf die Künstler. Es gelang ihr, deren Werke mit dem eigentlichen Kern ihrer Persönlichkeit in Verbindung zu bringen, was sehr beeindruckend ist. Die paar Seiten, die sie über Sophie Teuber-Arp nach deren Tod verfasst hat, reichen aus, um die Künstlerin Sophie Teuber-Arp nahezu vollständig zu erfassen. Sophie, die sich häufig und lange in Deutschland aufhält, ist besorgt. Sie ahnt hellsichtig, welches Unheil sich dort anbahnt.
Die Blindheit des Künstlermilieus, in dem wir verkehren, bekümmert sie. Sie haben es nicht verstanden, sagt sie häufig betrübt. 1937 organisieren die Nazis in München die Ausstellung Entartete Kunst. Ein ganzer Saal ist der Dada-Bewegung gewidmet. Diese Gemälde werden als eine Gefahr für die Gesellschaft betrachtet. Genau wie die Werke von Picasso, Chagall, Kandinsky, Max Ernst und allen anderen Vertretern einer freien Kunst, die gerade erst entstanden ist. Nach der Niederlage Frankreichs unterwerfen sich Marschall Pétain und das Vichy-Regime dem Dritten Reich. Einige von uns beschließen, in die Résistance einzutreten. Meine damals 26-jährige Tochter Janine gründet die Widerstandsgruppe Gloria SMH, die den Engländern Informationen über deutsche Kriegsschiffe liefert. Ich übernehme den Brieftransport mit fast 60 Jahren. Meine Decknamen sind Madame Pique oder Tante Gabi. 1942 geht meine Tochter nach London. Ich engagiere mich in einer anderen Gruppe namens Ali France und übermittle Nachrichten unter dem Namen Pique Dame. Gabrielle Buffet unterschied sich von ihren beiden Gefährten, Marcel und Francis, die ihr Leben lang vor dem Krieg geflohen sind. Dass sie mutig Stellung bezog während des Krieges, verdeutlicht die besondere Stärke dieser Frau. Immer noch im Untergrund aktiv, reise ich zu meiner Tochter Janine nach England. Sie hat sich den freien französischen Streitkräften angeschlossen. Im Mai 1943 werden sie und Lucienne Cloarec als erste Frauen von der Résistance ausgezeichnet. Ich, die ich nie mütterliche Gefühle hatte, bin stolz auf meine Tochter. Janine hat mich während des Kriegs mit ihrem Mut beeindruckt. Wir stehen uns fortan sehr nahe. Als meine Kinder klein waren, wurden sie von Kindermädchen erzogen, wie es damals üblich war. Aber ich gebe zu, dass sie danach auf sich allein gestellt waren. Ich habe im Grunde an ihnen vorbeigelebt. Erst als sie erwachsen waren, fing ich an, mich für sie zu interessieren und für die Verbindung, die zwischen einer Mutter, einer Großmutter und einem Kind besteht. Francis hatte immer ein kompliziertes Verhältnis zu unseren vier Kindern. Die Malerei nahm ihn komplett in Beschlag. Und dann nahm sich Vicente das Leben, unser Jüngster, der zu fragil war. Nach dem Krieg schreibt mir Francis jeden Tag, so wie in unserer Jugend. Seine Briefe berühren mich, weil sie einen schonungslosen, unverhohlenen Blick in sein aufgewühltes Innenleben gewähren. Bis zum Schluss ist er gegen alles und jeden. 45 Jahre haben wir in intellektueller Treue zueinander gelebt und waren bis zum letzten Tag aneinander interessiert. 1953 ist er von uns gegangen. Als Marcel Duchamp davon erfuhr, schickte er uns ein Telegramm aus New York. Dieses Foto entsteht 1965 in Paris. Das sind Marcel und ich mit weißen Haaren und faltigen Gesichtern. Aber wir können uns immer noch über ein Ready-Made amüsieren. Vor uns steht die Urne, die mal Marcel Duchamps Asche enthalten soll. Wir hatten sehr viel Spaß. Als Marcel 3 Jahre später tatsächlich stirbt, stehe ich ohne die Männer meines Lebens da.
Doch ich halte die Erinnerung an sie in meinen Texten lebendig, in denen ich über meine Begegnungen mit all diesen Künstlern berichte und ein Zeitzeugnis ablege. Junge Künstler befragen mich wie ein Orakel und die Alten halten mir die Treue. Alexander Calder zum Beispiel, den ich in einem meiner Texte als Mondschmied bezeichnet habe, verlangt, dass mir bis zu meinem Tod eine Rente gezahlt werde, als Anerkennung für meine unerschütterliche Unterstützung. Archive d'Adam and Picam, 8, première. Ich bin 1985, im Alter von 104 Jahren, gestorben. All diese Erinnerungen sind gute Erinnerungen, kann ich Ihnen versichern, trotz der Schwierigkeiten mit Francis. Was ich versuche, Ihnen zu sagen: Es wird viel über Kunst gesprochen und geschrieben. Kritiker nehmen Kunstwerke auseinander, erklären jedes Detail. Doch sie sprechen selten über das, was die Kunst selbst interessiert. Doch was ist das? Es ist das Leben. Das alltägliche, pragmatische Leben. Manchmal auch das erhabene, gefährliche Leben des Körpers und des Geistes.